Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play A Plague Tale Innocence. Und wir stehen hier mit der Amicia im Eingangsbereich. In der letzten Folge waren wir mit dem Pfarrer und dem, ich wollte schon wieder Köter sagen, mit dem ehemaligen verstorbenen Leon auf der Jagd, unserem alten, aber treuen Hund. Den hat es dann irgendwie in so einem Loch zerruppt. Und jetzt sind wir wieder zurückgekehrt auf unser Anwesen. Hast du gehört, was im Dorf passiert ist? Leute wurden gebissen, sogar Kinder. Ist das zu glauben? Es geschieht immer nachts. Als wären Hunger und Krieg nicht genug. Jetzt auch noch Vampire. Wir müssen gesündigt haben, um so bestraft zu werden. Oh, Mademoiselle Amicia, ich habe euch gar nicht gesehen. Hallo, guten Tag. Hallo. Auch hier wieder, klasse, wie sie wieder alle auf einem Fleck rumrubbeln. Das scheint ein grober Fleck zu sein. Wahrscheinlich so ein Ölfleck. Ja, alle wurden gebissen. Das ist wirklich merkwürdig. Könnten Vampire sein, aber... Ja, also ich ans Übernatürliche glaube ich dann doch nicht. Oh, schön, was hier alles wieder... Von wegen Hungersnot. Ja, wir sind natürlich aus, stammen aus einer reichen Familie. Ich würde... so gern, jetzt mache ich hier den Mutter-Theresa-Move, ich würde so gern diesen Korb mit Früchten raustragen in die Welt und die Hungrigen füttern, dass sie sich, auf dass sie sich laben an meinem Hab und Gut. Ja, ist aber schon ist irgendwie echt so, da sitzen die reichen Säcke in ihren fetten Häusern. Oh, es gibt ja nicht schon wieder überall Armut und ist ja unglaublich und beißen wieder in ihren Gold bestreuten Apfel. So. Schön. Oh, hier ist eine Leiter. Oh, gehen wir mal hoch. Eieiei, hier scheint es aber wirklich direkt rein. Auch wenn der Baum hier davor ist, das hindert das Licht gar nicht, hier einfach extrem Fukushima-like reinzuscheinen. Hier gibt es nur noch ein paar Äpfel. Äpfel. Vielleicht hier noch irgendwas? Guck mal hier. Zimt. Ich hatte diesen Geruch fast vergessen. Gut, dass sie ihn versteckt haben. Vater hätte ihn für jedes Gericht benutzt. Cool. Wir haben Gewürze entdeckt. Gewürze sind nur in ganz bestimmten Küchen zu finden, da sie aufgrund ihrer Seltenheit sehr teuer sind. Darüber hinaus ist die Bevölkerung davon überzeugt, dass die Elemente einer bestimmten Hierarchie unterliegen, die durch ihre Nähe zum Göttlichen bestimmt wird. Feuer herrscht über Luft, die sich über dem Wasser befindet, das wiederum die Erde bedeckt. Gemüse, das im untersten Element wächst, ist demnach für die Ärmsten bestimmt, während Vögel, die am Himmel ihre Kreise ziehen, normalerweise, komm schon, auf den Tellern der Adligen landen. Und auch Christoph Kolumbus ist damals in See gestochen wegen Gewürzen. Auf der Suche nach Gewürzen. Ja, ja. Schön, hier können wir noch was lernen, Freunde, mit den Sachen, die wir hier einsammeln. Ein Traum. So, wir gehen mal wieder runter hier. Deswegen gucke ich mich überall um, Freunde. Ich will hier wirklich alles einsammeln, Freunde. Ja. Einfach auch, um unser Wissen zu erweitern. Ist ja was Schönes. Warum ist hier so dunkel? Dieser Duft wärmt mir das Herz. Es ist nichts Besonderes, aber es wird dir schmecken. Also mir bestimmt. Sieht aus wie Magma. Sag mal, Oma, was kochst du da, Junge? Das sieht scheiße aus. Komm, hol dir mal von draußen von Holle so ein Huhn und pack das mal da rein, Junge. Heiliger, Entschuldigung. Ich hätte mich mal muten können, es tut mir leid. Es war jetzt einfach zu viel Überlastung für die Stimme, für die zarte Engelsstimme. So. Kann ich hier eigentlich rausgehen? Nö. Kann ich denn außer, ich kann hier I, genau. Was gibt's denn noch für Shortcuts? Was kann ich denn noch öffnen? Nee, das ist, wie gesagt, das die Objekte, die wir einsammeln können. Ja gut. Mehr ist es erstmal nicht. Können wir dann schon wieder zurückgehen? Ich würde ganz gerne nochmal meine aktuelle Aufgabe sehen. Ah, was ist das? Stein betäubt einen Gegner, wenn er am Kopf getroffen wird. Okay, wir haben momentan nur die Steine. Da kommen wir wieder in den Eingangsbereich. Wo geht's denn jetzt?
Also, wo müssen wir denn jetzt? Also, ne? Da oben waren wir. Wo geht's denn jetzt weiter? Hallo? Kann ich nicht irgendwie... Ich würde gerne was öffnen. Nee. Ach doch, hier, das Erbe. Suche Beatrice in Hugos Zimmer. Ja gut. Aber wir haben doch eigentlich alle Zimmer durchsucht, oder? Und wir sind ja auch hier im richtigen... Sind sie auch hier im richtigen Gebäude? Beatrice! Wo bist du? Da können wir nicht lang. Das muss doch dann hier oben sein. Aber... waren doch schon oben. Ach hier, guck mal hier. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst! Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. So dann, zum Überspringen eh halten. Suche Beatrice in Hugos Zimmer haben wir erledigt. Finde Hugo, das neue Ziel. Alles klärchen. Hier hatten wir eigentlich alles durch. Ach nee, Quatsch, hier sind wir nochmal ganz woanders. Das sah jetzt aus wie vorhin die Zimmer. Mama, wie lange ist er schon hier? 4 Jahre? 5? Mama, bist du da? Was? Wo ist er? Hugo? Guck mal hier. Na. Ah. Guten Tag, kleiner Mann. Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Hat er gesungen? Nein, Senor Nicolas. Er hat 2 Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Durchsucht das Haus. Ist das Mama? Oh, jetzt ist auch noch der Vater von uns gegangen. Drücke Y, um nach Hugo zu rufen. Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Oh Gott. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wo haben sie ihn versteckt? Los, jetzt! Wo ist Mama? Sneaky Elemente hier. Wow. Fuck. Was? Ach, da lang. Okay,
Okay, wir müssen jetzt mit Hugo hier rausfinden. Bleib unten. Hugo, ich bin's, Gabriel. Komm schnell her. Hey du, was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine? Hä? Lass ihn in Ruhe. Oh Gott. Halt die Klappe. Er gehört der Inquisition. Er ist doch nur ein Kind. Habt ihr den verstanden? Ach du Scheiße. Oh. Die machen ja wirklich vor gar nichts halt. Nee, ich will die Atmosphäre nicht kaputt machen. Alicia, was ist hier los? Mutter, ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Oh mein Gott, Luis. Ist dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Bitte. Wir müssen weiter. Nein. Ach du Scheiße. Wir müssen weitergehen. Nun, ich weiß es nicht. Ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu. Das ist deine letzte Chance. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herren weißt. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Meine Beatrice ist ein guter Mensch. Das ist Treue. Wir müssen weitersuchen. Bringt das hier zu Ende. Ich dachte, er fällt ins Feuer. Das ist Treue, liebe Freunde. Eieieiei. Die Inquisition. Wir kennen sie noch aus Risen. Hier ziehen wir jetzt mal Parallelen. Ja. Wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Oh, Kinder. Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Wir jetzt müssen durch die Mutter. Amicia, nimm deinen Bruder. Wenn du Hugo alleine lässt, gerät er in Panik und macht die Gegner in... Ja. So schnell konnte ich nicht lesen. Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Bleib geduckt, um keine Geräusche zu machen. Und verstecke dich im hohen Gras, um nicht gesehen zu werden. Alles klar, das machen wir mal. Immer der Mutter nach. Sie ist jetzt im Moment die einzige Frau, die uns hier noch rausholen kann. Der Gärtner kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich habe ihm oft welche gebracht. Blumen? Mehr hast du nicht zu bieten? Er greift ihn, stellt sicher, dass er alles erzählt, was er weiß. Nein, ja, Schrägstrich, bitte. Bringt ihn um. Oh. Hat geklappt. Du machst so viel Lärm, drücke C, um dich zu ducken. Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach wirklich? Du zuerst. Hör zu, ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Und du, stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastarde. Feiglinge. Ach, hör auf, du bringst mich hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung. Na gut.
Alles klar. Vorsicht beim Runterklettern. Hier. So, wir können jetzt dem Hugo sagen, dass er hier bleiben soll und ihn dann später wieder mitnehmen. Ich sehe da gerade Steine aufblitzen. Vorsicht! Sie sehen uns! Wir müssen hier weg, wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Halte STRG gedrückt, um leiser zu sein und Geschosse mit der Hand zu werfen. Alles klar, wir können Hand oder Schleuder nehmen. Ziele auf die Ausrüstungskiste und drücke linke Maustaste, um zu werfen. Was war das für ein Geräusch? Gehen wir. Funktioniert? Weiter geht's. Immer der Mutti nach. Lass das mal die Mama machen. Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Achte auf deine Umgebung und wirf Geschosse auf Metallobjekte, um Gegner abzulenken. Aber Senior Nicolas ist ihm schon. Nichts zu berichten. Er ist die rechte Hand des Großinquisitors. Einen besseren Hauptmann hat die Wache nie gesehen. Da werfen wir mal ran. Zumindest hat er. Zack. Ich sehe nach. Da ist aber auch jeder Wurf ein Treffer. Ach du Scheiße. Sieht echt aus wie der Inquisitor in Risen. In Risen 1. Wir kommen nicht weiter. Mutter, wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Du hast einen Topf aufgehoben. Halte Tabulator gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. Genau, jetzt können wir hier auf den Topf switchen. Halte zum Zielen STRG gedrückt und drücke linke Maustaste, um den Topf auf eine Oberfläche zu werfen. Weiß hervorgehoben, ob Gegner hören das Geräusch des Aufpralls und der Gegner, der dem Geräusch am nächsten ist, wird sich dieser Sache ansehen. Alles klar. Oh Gott, das war voll die falsche Richtung, glaube ich. Da müssen wir doch lang, oder? Das war jetzt natürlich nicht so clever. So, Junge, jetzt guck dir das mal da an, die schönen Blumen. Zum zweiten Mal. Oh! Hey, hey, hey. Nein! Oh Gott, die Mutter ist tot! Ich bin so blöd. Das hatte ich gar nicht einkalkuliert, dass der uns dann sieht. Scheiße. Wir kommen nicht weiter. Mutter, wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Hä? Ach so, Quatsch. Muss ja erst so, ne? Und jetzt so. Was soll dieser ganze Lärm? Ich mach's aber auch spannend. Los jetzt. Let's go. Und jetzt regnet es natürlich. Nein. Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Mach auf, Ingrid! Von der anderen du sollst aufmachen! Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch. Verstanden? Ist gut. Was wird denn da immer angezeigt? Hier links am... Seht ihr das hier rechts? Dieser Streifen rechts am Bildschirm? Was ist das? Hugo kann sich durch enge Räume zwängen. Drücke Q, um ihn zu bitten, hineinzuschleichen. Alles klar, ich will nochmal gucken. Was war das? Ich mach zu viel Lärm. Hugo, los! Hugo! Grin, Junge, der kommt! Na, der kommt doch nicht. Gut gemacht. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Komm her, du kleiner Bengel. Komm, nimm meine Scheiße. Na, endlich. Nimm meine Scheiße. Gnade! Gnade! Warte. Wer auf Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Eieiei. Was macht der nun? Einfach vorbei. Ohne Anteilnahme. Oh, da geht's lang. Alles klar. Kriechen wir zwischen den Bäumen entlang. Oh, was war das denn? Drücke Leertaste, um über bestimmte Hindernisse zu klettern. Ja, los geht's. Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf. Mama. Was ist los mit ihm? Sag schon. Ein Anfall. Die Wolke.
So ist es gut, langsam. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo? Ich glaube schon. Müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Krass, ey. Was hat er denn, der Hugo? Alles gut, Hugo. Ja. Okay. Müssen wir ihm das nächste Mal wirklich irgendwie rüberhelfen, dass er zuerst rüberklettert. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag. Ich glaube nicht, aber... Da sind wir bestimmt dann auch schneller, wenn wir ihm rüberhelfen. So, ich gucke hier erstmal noch schnell alles durch. Hier wird schon wieder dieser Streifen angezeigt. Da geht's nicht lang. Hier noch irgendwo. Oh, die Mutter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Okay. Drücken wir mal Y und lassen den Hugo hier. Aber sei vorsichtig. Okay, jetzt läuft er zurück. Dann ab. So schnell rüber. In die Töpfe. Gehe ich wieder ins hohe Gras. Wir müssen jetzt hier lang. Wohin soll ich ihn dann ablenken? Da geht's nicht weiter. Das bedeutet, ich werf den Top mal hier hin. Gut, Ziel. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Okay. Ganz weit hinten. Hat er das gehört? Natürlich nicht. Komm schon jetzt aber. War nicht so weit. Willst du mich eigentlich verarschen? Willst du mich verarschen? Warum hat er das nicht gehört? Ich habe keinen Top mehr. Guck mal, ob der Stein reicht. Hä? Ich habe keine Töpfe mehr. Was soll ich jetzt machen? Ach doch, doch. Einer ist noch da. Ohne Scheiß, ey. Wenn das jetzt nicht funktioniert... So, ich werfe jetzt wirklich so, dass er es hören kann. Ich werfe es jetzt dahin. Ich dachte, er wird auch angezeigt, wenn, dass er das hört. Egal, ich werfe es jetzt einfach mal dahin, wenn er wieder da ist. Na, das nicht. Jetzt habe ich den Kackstein. Es ist unglaublich, Freunde. Jetzt geht wirklich gerade alles schief. Come on jetzt hier. So, das ist er. Das ist er. Ich muss Ihnen Bescheid geben. Oh, jetzt aber schnell. Psst, kommt her. Jetzt aber Feuer. Oh Gott, das reicht doch. Los, beeilt euch. Da hinten ist ja noch nicht jemand. Hä? Nichts. Zurück. Alles klar, können wir gleich nochmal machen. Also. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Nein! Was machst du denn, Junge? Nein! Scheiße! Fuck! Ja, komm. Hier, Kontroll. So, Neustart vom Kontrollpunkt. Warum? Hab ich jetzt den Bengel darüber geschickt? Ist das zu gefährlich. So, jetzt bleib hier, du kleiner Dreckskerl. Ich hüpf's nur einfach über die scheiß Mauer. Ja, dann hab ich mehr Zeit. So, jetzt aber, komm. Abflug. So, ich kann immer nur einen, so. Ist die Frage, wo werfe ich das hin? Da hinten ist ja auch jemand. Anscheinend. Aber wo soll ich es denn dann hinwerfen? Gut, Ziel. Mutter und Hugo brauchen. Ich muss ihnen Bescheid geben. Was ist denn das? Fuck, ich vergesse es jedes Mal, dass ich nicht rennen darf. Jedes verkackte Mal. Das kann doch nicht sein. Alter, das ist das Tutorial. Es ist das Tutorial. Da drüben sind Töpfe.
Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Ich werfe das Ding jetzt mal weiter. So, aber das wird wahrscheinlich nicht mal unbedingt reichen. Soll ich die... Ach so, warte mal, soll ich die erst... Ach so. Gut zielen. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Ja, so. Was war das? Ich muss ihnen Bescheid geben. So, jetzt drücke ich Y. Psst, kommt her. Kommen die jetzt hier rüber geklettert? Sag ich! Gut gemacht. Alles klar. Hier lang. Ach so, ich dachte, da drüben geht's weiter, Freunde. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut, überlass das mir. Welche Wache denn eigentlich? Da vorne oder was? Ich werf einfach mal gegen. Ach da! Oh Gott, gar nicht gesehen. Da ist noch ein Topf. Ah ne, hier sind noch Steine. Nehmen wir natürlich mit. Geh schon. Na los. Fuck, ich dachte, er dreht sich um. Entschuldigung, Freunde. Ist unglaublich. Ich verkacke hier gerade das Tutorial. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Nee. Gut, überlass das mir. Jetzt dreh dich um. Los. Jetzt mal einen Abgang, Junge. Jetzt. So. Haben wir es also endlich rausgeschafft. Meine Fresse. Ihr lebt. Hier entlang. Hier entlang. Folgt mir. Mein Schatz. Los, versteck dich. Schnell! Madame, Sie kommen. Amicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er half mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist... Doch, ich brauch dich. Ich brauch dich. Zum Rennen Umschalt gedrückt, ja. Entkomme der Inquisition. Oh, Gottes Willen. Komm, Junge, wir müssen laufen. Fuck, wir haben die letzte Miete nicht bezahlt. Stromrechnung Honig, Junge. Die wollen uns finden. Abflug. Oh Gott. Oh, ich glaube, ich muss hier lang. Scheiße, Alter. Fuck, die kommen von überall. Ja, komm. Was, ich verstehe die nicht. Ist so laut. Tiefluft holen.
Kapitel 2. Die Fremden. Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Hugo. Hugo? Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm. Zuerst müssen wir trocken werden. Ach Mensch. Suche Hilfe. Und damit sind wir schon im zweiten Kapitel angelangt. Das sieht wieder so unglaublich schön aus. Junge, Junge. Was für ein rasanter Einstieg. Und hier würde ich sagen, beenden wir die Folge. In der nächsten Folge suchen wir dann Hilfe. Und kommen hoffentlich aus diesem Albtraum, naja, raus werden wir nicht kommen, aber erstmal weg von diesem Albtraum. Und ich hoffe, dass wir da irgendwo da draußen Sicherheit finden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert kostenlos diesen Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag oder Abend, was auch immer ihr gerade macht. Macht's gut, liebe Freunde. Bis zur nächsten Folge von A Plague Tale: Innocence. Tschüss.